Vater, Sohn, Geist. Diese Kenntnis ist ein Privileg. Yeah. Wir gehen ins Gebet, loben die Trinität. Es gibt nur einen Gott und er ist dreieinig. Vater, Sohn und Heiliger Geist gleichzeitig. Nicht drei Personen in einer Person, sondern einem Wesen. Nämlich Gott, heilig, ewig. Es gibt nur einen Gott, es bleibt simpel. Es sind nicht drei Götter, aber auch nicht drei Drittel. Der Vater ist nicht der Sohn ist nicht der Geist ist nicht der Vater, doch Gott sind alle drei. Wie kann das sein? Das ist keine Menschenlogik. Doch es zeigt, dass er unermesslich groß ist. Das ist Gottes Art und das ist, wie er sich in der Schrift und geschichtlich offenbart. Jeder irdische Vergleich hinkt, denn keiner hier ist einzigartig, so wie mein King. Schöpfer des Universums, wir verehren ihn. Es ist Yahweh, Adonai, Elohim. So herrlich die Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Drei Personen, aber ein Wesen. Es gibt nur einen Gott, gib ihm dein Leben. So herrlich die Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Diese Kenntnis ist ein Privileg. Wir gehen ins Gebet, loben die Trinität. Guck mal, der Sohn ordnet sich dem Vater unter, der Heilige Geist dem Sohn, da ist ein klarer Umgang. In dieser Ordnung bleiben sie allerdings gleichwertig, denn sie sind co-ewig, majestätisch und gleichherrlich. Die drei Personen haben verschiedene Rollen, ohne diese Erkenntnis kannst du der Bibel nicht folgen. Bitte bete dafür, weil dieses Thema nicht trivial ist. Die rettende Botschaft funktioniert wahrlich nur trinitarisch. Der Erlösungsplan vom Vater verfasst und durch das Blut des Sohnes auf Golgatha vollbracht. Das vollbrachte Werk durch den Geist auf den Sünder angewendet. Er ist befreit und total lebendig. Die Trinität, himmlisches Mysterium. Aber wir loben Gott für sein Evangelium. Errettung durch eine so große Aktion. Souveräne, göttliche Kooperation, huh? So herrlich die Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Drei Personen, aber ein Wesen. Es gibt nur einen Gott, gib ihm dein Leben. So herrlich die Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Diese Kenntnis ist ein Privileg. Wir gehen ins Gebet, loben die Trinität. Himmlischer Vater, danke für deinen Ratschluss. Alles, was du jemals willst, setzt du in die Tat um. Und aus Gnade willst du deine Feinde verschonen. Deswegen opfertest du deinen einzigen Sohn. Jesus, ich möchte dich für immer preisen, denn du kamst, um mich in meinem Gericht zu verteidigen. Nahmst meine Strafe und wurdest nach dem Tod lebendig. Jetzt bin ich schuldfrei, steh vom Vater wohlgefällig. Geist der Wahrheit, du erneuerst mich jeden Tag. Durch deine Gegenwart werde ich Jesus ähnlicher. Durch dich ein Kind Gottes, dennoch bin ich nicht perfekt. Doch ich hab Heilsgewissheit, du hältst mich immer fest. Mein großer Gott, du bist heilig dreifach. Vor der Weltzeit hattest du schon Gemeinschaft. Du warst nie einsam, doch willst unsere Liebe. Denn ein dreieiner Gott ist ein Gott der Beziehung, yeah. So herrlich die Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Drei Personen, aber ein Wesen. Es gibt nur einen Gott, gib ihm dein Leben. So herrlich die Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Diese Kenntnis ist ein Privileg. Wir gehen ins Gebet, loben die Trinität.